Hi zusammen, heute geht es um ein Thema, was wir schon mal hatten. Allerdings möchte ich das noch intensiver erklären, weil ich auch ganz viele Fragen dazu immer wieder bekomme. Und zwar ist es die Pre-Shot-Routine, dieses Vision 54, Boxplay, wie sich eigentlich so die Pre-Shot-Routine aufbaut. Vielleicht habt ihr das alte Video schon gesehen, mit den Boxen aufgezeichnet. Es gibt immer drei Boxen mit einer Commitment-Line. Es gibt am Back, das nennt sich die Thinking Box, dann gibt es hinter dem Ball die Preparation Box, dann gibt es eine Commitment Line und dann gibt es beim Ball eine Playing Box. Man kann sich das immer so vorstellen als Box, in der man sich hineinbegibt, aber letztendlich sind es einfach Bereiche, wo man sagt, ich gehe hier raus und da bin ich dann da drin. So, blätter mal das Buch nochmal von vorne auf. Die Thinking Box, ihr kommt an den Ball, ihr schließt euren Handschuh, weil der Schlag wieder losgeht. Alle, die das kennen, die Verlinkung, dass der, wenn der Schlag vorbei ist, der Handschuh aufgeht, jetzt geht der Handschuh wieder zu. Wenn ihr in dieser Thinking Box seid, habt ihr drei Sachen zu checken und das ist schon mal basic. Bevor ich sehe das immer wieder, dass ganz viele eine Uhr haben, einen Laser, schauen auf die Uhr schon auf dem Weg eigentlich zum Ball und haben schon ihren Schläger im Kopf. Sagen wir mal 130 Meter, was werden die meisten schlagen? Achter Eisen, Siebener Eisen oder ist es ganz egal, was für ein Schläger. Auf jeden Fall haben sie den Schläger schon im Kopf. Dann kommt aber irgendwann nochmal die Information, ein bisschen Gegenwind haben wir ja doch und Ball, der liegt ja doch im Semiraff und hat nicht so eine gute Lage. Und auf einmal fängt man an, im Kopf diese Schläger wieder zu wechseln. Also das ist wo die Henne, wo ist das Ei? Also letztendlich müsst ihr das komplett umdrehen. Drei Informationen braucht ihr am Anfang. Das ist einmal das Erste, was ihr macht, wenn ihr hinkommt, Balllage. Dann Wettercheck, beziehungsweise Wettercheck und Entfernung. Das könnt ihr von mir aus abwechseln. Also Beispiel, ich komme hier hin, schaue mir den Ball an, liegt gut, brauche ich nicht groß viel beachten. Liegt er im Klee? Liegt er im Semiraff? Liegt er, wenn ich jetzt einfach mal die Balllage, wenn ich jetzt mal den Ball hier so ein bisschen unten reinlege, ja, wenn der jetzt wirklich so unten drin liegt, wird der Ball mit Sicherheit nicht so gut rausgehen, als wenn er hier oben aufliegt. Ja, das müsst ihr immer wieder mit in Betracht nehmen, dass die Balllage einen Mega-Effekt auf die Carry-Flugbahn hat. Ja? Fehler Nummer eins ist ja sowieso, dass die meisten immer von einem perfekten Golfschlag von sich aus ausgehen. Gebt euch mal ein bisschen Credit, gebt euch mal ein bisschen Space, dass ihr sagt, okay, wenn der Ball nicht so gut liegt, nehme ich vielleicht sogar einen Schläger länger und versuche den nicht ganz so weit auszuholen, damit dieser Eintreffwinkel noch steiler bleibt. Das ist natürlich schon fortgeschrittene Denkweise, aber nichtsdestotrotz die Balllage als Information 1 in der Thinking Box. Dann kommt das Wetter. Erstmal entweder Gras hochwerfen, jetzt kommt hier der Wind so leicht von rechts hinten, kommt er von vorne, hilft er von hinten. Viele denken übrigens auch, dass Seitenwind nicht wehtut, also auf Englisch hurting. Also natürlich ist der Seitenwind immer, macht den Ball kürzer. Ja, weil ihr, egal wo ihr hinschlagt, der Ball muss erstmal in diesen Wind reingeschlagen werden oder wird vom Wind mitgenommen. Das heißt, der wird mit Sicherheit nicht weitergehen. Ja, also auf jeden Fall mal den Wind mit einberechnen. Dann habt ihr alle eine Uhr oder einen Laser und ihr checkt die Entfernung. Also jetzt gehen wir mal hier durch. Ball liegt gut. Ich habe 130 Meter. Wind hilft tatsächlich von hinten rechts. Also vielleicht hilft er mir ein, zwei Meter, sind wir immer noch bei 129, 128 Meter. Jetzt treffe ich die Entscheidung, welchen Schlag bzw. welchen Schläger ich nehme, welchen Schlag ich machen möchte. Für mich wäre jetzt 128 Meter entweder ein volles 9er Eisen oder ein kleines 8er Eisen. Jetzt ist das Bauchgefühl gefragt. Was denke ich jetzt, wäre der richtige Schlag für mich? Fühlt sich das jetzt, ich habe einen guten Tag, ich treffe sie wirklich gut, dann nehme ich mal 9er Eisen. Aber es gibt oft genug Tage, ich möchte mal sagen, tatsächlich mehr als gute, wo man sagt, Ball fliegt nicht so, wie ich will, ich treffe nicht so ordentlich, dann tendiere ich definitiv eher die 8 zu nehmen. So, sagen wir mal, ich nehme jetzt ein 8er Eisen. Ich bin heute nicht so hundertprozentig drauf, nehme 8er Eisen. Jetzt gehe ich in meine
Thinking Box. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe eine Zahl, 128, 129 Meter. So, jetzt weiß ich habe mein Eisen, was ich nicht hundertprozentig voll schlagen darf. Also werde ich es ein bisschen kürzer greifen. Und jetzt mache ich mal einen Probeschwung, von dem ich euch auch schon ganz viel erzählt habe. Ich probiere jetzt das, was ich gleich machen möchte. Also ich möchte gar keinen großen, vollen Schwung machen, sondern eher so einen Dreiviertelschwung. Und den probiere ich jetzt in dieser Preparation Box. Ich präpariere jetzt quasi meinen Schlag. Ich mache jetzt hier keinen vollen Dampfschlag, weil das ist total genau oder überhaupt nicht das, was ich gleich machen will. Ich mache mit meinem Achtereisen meinen Dreiviertelschwung. So, jetzt weiß ich, jetzt bin ich klar, welchen Schlag ich machen möchte. So, und jetzt kommt ein Punkt, wo ganz, ganz viele von meinen Schülern immer wieder überrascht sind, wenn ich sage, jetzt müsst ihr euch ein Zwischenziel nehmen, ob ihr jetzt entweder nochmal den Schläger hochnimmt mit einem Auge und euch so eine Ziellinie sucht, aber jetzt solltet ihr euch einen Zwischenpunkt suchen, der sehr, sehr nah am Ball ist. Also sprich, ich sage immer so 20, 30 Zentimeter weiter vorne, nicht ganz einfach aus dem Grund, wenn ich den Schläger hinstelle, dass ich nur mit den Augen die Schlagfläche zu diesem Punkt bringe und dann muss ich erst meinen Kopf wieder wegnehmen. Wenn der Punkt viel zu weit vorne ist, muss ich ständig mit meinem Kopf hin und her wackeln und ich verliere eigentlich so ein bisschen das Ziel auch aus den Augen. Also nochmal zurück in unsere Preparation Box. Ich habe meinen Probeschwung gemacht. Ich bin jetzt fertig. Ich greife meinen Schläger so mit der linken Hand, wie ich ihn haben möchte. Nehme mir mein Zwischenziel. So, und jetzt bin ich mit meiner Preparation Box fertig. Ich habe den Schläger, ich habe eine Zahl, ich habe mein Zwischenziel. Ich habe es probiert, wie ich schlagen möchte. Jetzt steige ich über meine Commitment Line, über meine gedachte Commitment Line drüber und richte in der Playing Box den Schläger dahin aus, wo ich dieses Zwischenziel habe. Dann verfolge ich mit den Augen zum Ziel und dann kommen die Füße. Wie viele von euch stellen immer die Füße zuerst hin und dann den Schläger? Wenn ich mit Schülern auf den Platz gehe, ist es unfassbar, wie schnell die Füße schon stehen und dann wird der Schläger da unten immer irgendwie noch hingemogelt und dann tanzt man so einen kleinen Tango auf der Stelle und irgendwie steht man dann überhaupt nicht richtig. Macht es so, zuerst die Schlagfläche zum Ziel, dann die Füße parallel, das habe ich euch schon in den letzten Videos mal erklärt, wie man sich richtig ausrichtet. Dann justiert ihr noch euren Körper, dass ihr gerade steht und schaut immer wieder zum Ziel. Wie viele nicht mehr zum Ziel schauen, die wirklich hier sich so ausrichten, positionen und dann so in sich selber versinken, an Schwunggedanken, was auch immer. Und sie schauen überhaupt nicht mehr dahin, wo sie eigentlich hinwollen. Aber um das geht es hier in diesem Spiel, dass wir von A nach B spielen. Und deswegen muss ich auch immer wieder zu B schauen, wo will ich eigentlich wirklich hin. So, also Zwischenziel, Tanzschritt, parallel stehen, zack, so nochmal zum Ziel stehen, zum Ziel schauen, Dreiviertelschwung machen und dann ist der Schlag fertig. So, jetzt könnte man noch eine Post-Shot-Routine machen, dass wenn ich jetzt sage, okay, der war jetzt vielleicht doch nicht so super, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich immer noch im Nachgang die Bewegung so machen, wie ich es mir letztendlich dann doch vorgestellt hätte, wie sie besser gewesen wäre. Und dann mache ich meinen Handschuh wieder auf und für mich ist das Thema erledigt. Also wie gesagt, ihr könnt auch nach dem Schlag, wenn er verbesserungswürdig war, immer noch irgendwie eine Bewegung machen. Das sieht man auch ganz oft bei Pros im Fernsehen, dass sie sich danach nochmal hinstellen und nochmal irgendwelche Bewegungen machen, indem sie einfach nochmal für ihr Hirn den besseren Schlag wieder herrufen. Genau, also letztendlich, das ist das Boxplay nochmal komplett aufgerollt für euch, was wahrscheinlich ganz wichtige Infos sind in der Thinking Box. Diese drei Teile, Balllage, Entfernung, Wetter. Balllage, Entfernung, Wetter. Dann die Schlägerwahl. Dann, was ist vielleicht auch für euch noch entscheidend? In der Preparation Box den Probeschwung so zu machen, wie ihr den Schlag durchführen wollt und dann vor allem dieses Zwischenziel ganz nah vorm Ball, damit ihr nicht wahnsinnig mit eurem Kopf euch bewegen müsst bei der Ausrichtung. Und was ihr definitiv auch nochmal mitnehmen könnt, also von 10 Leuten möchte ich mal sagen, schauen 8 zum Schluss nicht mehr
zum Ziel. Ihr habt es nicht eilig über den Ball. Der Ball bleibt liegen, er läuft nicht weg. Nehmt euch die Zeit. Es kostet viel mehr Zeit, einen weiteren Schlag zu machen, als wenn ihr dann einen guten Schlag macht. Okay, also das ist jetzt nochmal ein langes Video nochmal über das Boxplay gewesen. Falls ihr Fragen dazu habt, was auch immer, ich versuche wirklich alles zu beantworten und alle Wünsche zu erfüllen auf YouTube und auf Instagram. Ich freue mich immer über Post von euch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg diese Saison und ich hoffe, dass ihr das gut umsetzen könnt. Bis bald. Ciao.